Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Deus Ex. Ich habe für sowas keine Zeit. Beeilen Sie sich. Vemte si je a vypadněte. Až příště pojedete metrem, použijte vagon pro Augy. Máme svých problémů dost i bez takových potížistů, jako jste vy. Was haben Sie getan, Jensen? Die Staatspolizei meldet einen weiteren Angriff am Bahnhof durch einen augmentierten Terroristen. Sie haben die Beweisaufnahme gestört. Verdammtes A! Ich befehle Ihnen, unsere Psychologin aufzusuchen. Ozen erwartet Sie in Ihrem Büro. Verstanden. Ich muss sowieso zu Smiley. Beeilen Sie sich. Zeng hat nämlich eine neue Spur in den Intellicam-Aufnahmen gefunden. Sie belastet die Ark und führt nach Gollum City. Aktuell viele Meldungen über verdächtige Aktivitäten. Hi, Händler. Hallo, du bist letztes Mal so schnell weg. Ich konnte dir gar nicht sagen, dass ich Biozellen verkaufe. Interessiert? Ich glaube, ich gehe wieder. Wenn du es dir anders überlegst, komm gern wieder vorbei. Ja, ja. Wieso habt ihr eigentlich alle die gleiche Brille? Wieso leuchten alle Fernseher eigentlich mit diesem Symbol auf? Naja, wir sollen die Psychologin aufsuchen. Dann machen wir das vielleicht auch mal. Denn wir haben... Ja, wir haben eigentlich niemanden... Doch, wir haben jemanden getötet. Oh. Geiler Move. Man hat das Gefühl, dass alle paranoid sind. Adam, ich habe endlich den Flüsterchip-Mitschnitt entschlüsselt. Pures Gold, Mann. Das musst du hören. Ich bin gerade beschäftigt. Sag mir, wo du bist, dann komme ich, sobald ich kann. Im Davni-Viertel gibt's eine alte Limb-Klinik. Geschlossen, da ist keiner mehr. Dort findest du mich. Alles klar. 4464 war der Code. Ja. Getötet habe ich doch. Ja. Aber das war Naturkatastrophe, weil da irgendwie Stromleitungen nicht mehr ganz dicht waren. Das müssen wir wissen. So, erstmal die erstmal Zubehörteile mitnehmen. So, erstmal geben wir die Smiley die Beweise. Hey, wie läuft's? Haben Sie den Scan? Ja, er ist hier. Oh, Sie sind mein Retter, Adam. Miller war extrem schlecht gelaunt, als er ging. Ich will ihm keinen Grund geben, mich anzuscheißen. Miller ist weg, wohin denn? Hab nicht gefragt, er hat auch nichts gesagt. Hat die Staatspolizei Ärger gemacht? Wie Sie sagten, die haben zuerst geschossen. Ich habe mich drum gekümmert. Oh, okay. Gut. Sie hatten es verdient. Also, was zeigt der Scan? Der? Keine Ahnung. Was? Sie sagten, Sie hätten etwas gefunden, etwas Großes. Ich habe nicht gesagt, dass ich weiß, was es ist. Ich sagte, es könnte völlig neue Perspektiven eröffnen. Ich glaube nicht, dass es die Ark war. Ich glaube, was mir die Beweise erzählen. Wir haben hier alle Antworten, die wir brauchen. Von der chemischen Zusammensetzung des Sprengsatzes bis zum Material der Kleidung der Opfer. Ganz sicher. Okay, und wann werden wir alle sicher sein? Es wird Stunden dauern, alle Daten zu sichern. Und ich treffe später Sonja, um mich für eventuelle Probleme mit der Staatspolizei zu entschuldigen. Und andere Fälle habe ich auch noch, Adam. Ich melde mich, wenn ich was finde. Tun Sie das. Ganz ruhig. Ja, ja. So. Weiß nicht, wir gucken mal, was die Psychologin sagt. Danke für die Credits. Schmerzmittel. Adam, ich bin die Lara Ozen. Freut mich, dass Sie zu diesem Gespräch gekommen sind. Und, naja, Sie hören das heute wahrscheinlich von jedem, aber ich muss fragen. Sind Sie okay? Ich habe die Bilder vom Bahnhof gesehen. Dabei gewesen zu sein muss... Darum geht es bei der Sache? Nein, das war Sympathie. Das hier ist ein Standardgespräch, um die Einsatzfähigkeit von Agenten zu bestimmen. Hier, für Sie, aus der Arzneiausgabe. Sie geben mir Neuropozin?
Hören Sie, Doc, ich wurde von einem Terroranschlag überrascht. Ich habe vielleicht ein wenig überreagiert, aber das heißt nicht, dass mein Körper meine Augmentierung abstößt. Stimmt, aber traumatische Erfahrungen können wie ein Hornissennest im Immunsystem sein. Patienten mit Neuroprothesen... Würden Sie mir glauben, wenn ich sage, dass mein Körper mechanische Implantate nicht abstößt? Nein, aber ich will in diesem Raum absolute Offenheit. Also, wenn ich Ihnen glauben soll, dass Sie ein medizinisches Wunder sind, dann tue ich das. Bitte, nehmen Sie Platz. Ich habe Ihre Akte gelesen. Ziemlich interessant. Können wir über einiges aus Ihrer Vergangenheit nochmal reden? Wird das lange dauern? Hier steht, dass Sie in Detroit bei SWAT waren, aber 26 zur Sicherheitsabteilung von Serif Industries gewechselt haben. David Serif war das Zentrum der Augmentierungsdebatte in Amerika. Er hat für sehr große Kontroversen gesorgt, ja. Richtig, ich habe einige seiner Interviews gesehen. Er glaubte felsenfest an Humanoptimierungstechnologien. Ob der Zwischenfall seine Ansichten geändert hat? Es sah damals ganz und gar nicht danach aus. Sie waren also bei ihm in Panchaya, als sich der Zwischenfall ereignete? Anfangs nicht. Ich habe gegen die Verantwortlichen des Angriffs auf Serif Industries ermittelt. Ich hatte sie fast und dann kam der Zwischenfall. Sie waren nicht betroffen? Nein. Und wie sind Sie dann nach Panchaya gekommen? Serif war ohne mich zu der Anlage in der Arktis aufgebrochen. Sie war noch im Bau und die meisten Arbeiter waren augmentiert. Aber als ich ankam, war der Schaden bereits angerichtet. Gibt es einen Grund, warum wir die Vergangenheit ausgraben? Ich wüsste nicht, was sie mit der aktuellen Lage zu tun hat. Nicht? Panchaya war der Dreh- und Angelpunkt, Adam. Für Sie und die ganze Gesellschaft. Dieser Tag veränderte alles. Man hat Sie aus dem Meer gefischt und in eine Welt geworfen, die Menschen wie Sie hasst und fürchtet. Was mich zu meiner nächsten Frage führt. Noch hat sich niemand zu dem Anschlag auf Rusika bekannt, aber das Votum zur Humanrestitution steht an und es ist kein Geheimnis, dass Prag zum Symbol für die legale Unterdrückung von Augmentierten geworden ist. Und die Augmented Rights Coalition lagert vor der Hintertür, um alles auffliegen zu lassen und sich zu wehren. Der Großteil der Welt hält sie für Terroristen. Sollte sich herausstellen, dass sie schuldig ist, sie haben auch Augmentierungen. Wie werde ich mich fühlen? Schauen wir mal. Es geht nicht um Optis gegen natürliche Dilara. Es geht um Terrorismus. Und für mich gibt es keine Entschuldigung für den Mord an Unschuldigen. Niemals. Und wenn Talos Rucker seinen Leuten den Anschlag befohlen hat... Dann werde ich ihn verhaften, aber nicht über Schuld oder Unschuld richten. Also, ich halte es für gesichert, dass Sie im Vollbesitz Ihrer Fähigkeiten sind. Ich sage dem Direktor, dass ich Sie offiziell für den operativen Dienst freigebe. Also gut, dann gehe ich jetzt wieder an die Arbeit, Doc. Man sieht sich. Die war ja eigentlich ganz nett, obwohl es... Naja. Lose Enden. Ich habe versucht, die Leichen der Leute zu nehmen. So, das wäre erledigt. Können wir mit ihr nochmal quatschen, eine Runde? Hey, Adam. Was war im Bahnhof los? Laut Polizeifunk ist ein augmentierter Terrorist zurückgekehrt und hat Ermittler angegriffen. Smiley hat mir erzählt, dass sie ihm etwas von der Explosionsstelle bringen sollten. Waren sie das? Warum haben sie die Polizei angegriffen? Sie haben Smiley bedroht und hätten beinahe Beweise vernichtet. Ich wollte Rücksicht nehmen, aber die Sache lief aus dem Ruder. Verdammt, das ist schlecht. Hätte schlimmer sein können. Wahrscheinlich. Miller hatte anscheinend auch keinen guten Tag.
Er ist nach einem kurzen Gespräch mit der neuen Psychologin hier rausgestürmt. Müssen Sie auch zu ihr? Dort war ich gerade. Anscheinend darf ich weiterarbeiten. Das ist gut. Ich soll auch mit ihr reden. Hoffentlich ist sie unvoreingenommen und toleriert mein Stressniveau. Ich weiß, ich bin bereit für den operativen Einsatz. Sie schaffen das, Arya. Halten Sie durch. Aber immer. Der Stress hält mich nicht ewig auf. Gut. Wissen Sie, wo Miller hin ist? Hat er nicht gesagt. Er ist einfach nur an mir vorbeigelaufen. Wollte die Staatspolizei mit ihm reden? Ich weiß nicht. Er hat im Moment sehr viel Stress. Und zwar nicht nur bei der Arbeit. Er redet zwar nie über sein Privatleben, aber früher hat er sich öfter kurz mit mir unterhalten. Das macht er seit einiger Zeit nicht mehr. Ich hoffe, er ist okay. Sie sagten, Ihr Stressniveau beeinflusst Ihre Chancen, Agentin im operativen Dienst zu werden. Warum? Ich habe eine seltene Neuropozyn-Unverträglichkeit und brauche deshalb mehr als normal, vor allem in Stresssituationen. Die sagen, das wäre zu teuer. Es ist also nicht nur Diskriminierung, das wäre einfacher. Es kommt einiges zusammen. Naja, diese Kombination ist in Prag ziemlich unangenehm, zumal es eher schlimmer wird. Ich weiß, aber nur Interpol wollte mir eine Chance geben und jetzt habe ich diesen Posten. Ich habe damit kein Problem, ich mache, was man mir gibt. Gut. Ich habe mich monatelang in der Reha an meinen neuen Arm gewöhnt. Ich musste alles neu lernen, schießen, Stiefel schnüren. Aber ich habe es geschafft und ich bin besser als vorher. Ich will und kann helfen, draußen im Einsatz, wo ich was bewegen kann. Sie wissen das. Und wenn Sie es können, kann ich es auch. Nicht aufgeben, Arya. Semper Fi. Hurra. Ich gehe dann mal wieder. Okay, Adam. Passen Sie auf sich auf. Mach ich. Sie auch. Die scheint nett zu sein. Ich mag die Shooting Range. Pow, pow. So, dann gehen wir mal hoch und ab in die Klinik. Um zu erfahren, was hey, unsere... Wurdest du etwa an einem Kontrollpunkt aufgehalten? Ich warte immer noch, um dir die Datei vorzuspielen. Tut mir leid, Alex. Ich komme so schnell wie möglich. Aber bitte bevor es dunkel wird. Deine Nachbarn sind gruselig. Tut mir leid, dieser Ort weckt Erinnerungen. Beeil dich. Meine Nachbarn? Boah, fahr schneller, Fahrstuhl. Das dauert ja ewig. Fahrstuhl fahren. Das ist voll die super Sache. Yay, sprinten. War schon schlimm genug, als es nur um Drogen ging. Da lang. Können wir an dir Schnaps verkaufen? Oh, hier ist niemand. Noch hier, doch. Wollen Sie was kaufen oder sehen Sie sich nur um? So oder so, würden Sie sich bitte beeilen? Sie machen mich nervös. Ja, weil ich lustige Arme habe, bestimmt. Hallo? Komm schon, lass uns drüben schauen. Ihr weiter Patrouille. Ja, guck mal. Da gibt's Pillen. Gucken wir mal unten. Okay. Miese Drogenwerbung. Was steht denn da drauf? Versalife. Was wird sie dazu antreiben, uns anzugreifen? Oh, hier. Okay. Yeah. Einfach mit Code rein. Doktoren klingeln. So, willkommen im Keller. Hey. Freut mich, dass du es geschafft hast. Gab's Probleme? Miller lässt mir Spielraum, aber nicht viel. Ich habe einen Terroranschlag überlebt. Ich auch. Manchmal hasse ich diese Stadt. Früher waren Menschen wie wir willkommen. Optis wurden umworben, damit sie herziehen. Diese Klinik wurde gebaut, weil Prag in uns die Zukunft gesehen hat. Sieh sie dir jetzt an. Die Zeiten ändern sich, Alex. Das weiß ich, glaub mir. Hab sogar Narben als Beweis.
Das Kollektiv hätte dich überall hinschicken können, Alex. Warum nach Prag? Musst du wirklich fragen? Seit dem Zwischenfall zerstören Paranoia und Rassismus diese Stadt. Die ganze Welt sieht zu, wie Prag mit seinem Opti-Problem umgeht. Mir war nicht klar, dass das gesamte Kollektiv pro Opti ist. Nicht jeder. Aber wir wissen alle, dass unsere wahren Feinde das Chaos brauchen, um zu operieren. Man muss die richtigen Strippen ziehen und Prag hat davon jede Menge. Wir arbeiten jetzt seit einigen Monaten zusammen und ich weiß so gut wie nichts über dich. Was denn? Muss ich jetzt Geheimnisse verraten? Nur die guten. Wie bist du zum Juggernaut-Kollektiv gekommen? Sie haben mir aus der Klemme geholfen. Vor dem Zwischenfall. Ich habe für Bell Tower VIPs in Panama rumgeflogen und bin dabei auf was Großes gestoßen. Sehr wichtige Leute wollten, dass niemand davon erfährt. Also sollte Bell Tower mich töten. Hat Janus dich gewarnt, dich rausgeholt? Ein Freund von Janus. Jemand aus dem Kollektiv, der auch für Bell Tower gearbeitet hatte. Niemand legt sich mit diesen Leuten an, Adam. Nicht allein. Das habe ich auf die harte Tour gelernt. Du hast gesagt, wir hätten was? Ja, hör dir das an. Eine Vorwarnung wäre nett gewesen. Der Auftrag in Dubai war meine Entscheidung, aber jetzt läuft alles nach Vorschrift. Ziel ist die Ark. Soll ich denen das alles anhängen? Die Anschläge in Prag? Den Einbruch bei Versalife? Und Dubai? Offiziell waren jedes Mal augmentierte Terroristen beteiligt. Ist das klar? Jawohl, Sir. Aber ich will die Berichte, wenn ich das beweisen soll. Die Ark operiert nämlich nicht in Nordamerika. Es geht gegen die Ark, Adam. Sie haben dich in den Hinterhalt in Dubai geschickt und jetzt soll die Augmented Rights Coalition an allem schuld sein. Ich hab dir gesagt, Miller steckt mit drin. Für mich hört sich das an, als ob Miller Befehle befolgt und darüber nicht glücklich ist. Okay, mag sein. Vielleicht ist er nur ein Handlanger. Aber das gilt nicht für seinen Gesprächspartner. Sein Boss, Joseph Manderley. Direktor der weltweiten TF-29-Operationen. Die einzige Person über ihm bei Interpol ist der Generalsekretär. Wir müssen klug vorgehen und genau über alles nachdenken, Alex. Wie war das mit Versalife? Du meinst den Einbruch, den es nie gab? Das habe ich auch direkt nach der Entschlüsselung untersucht. Was hast du gefunden? Wie gesagt, Mann, der Einbruch, der nie passiert ist. Versalife ist einer der größten Pharmakonzerne des Planeten. Der einzige, der immer noch Neuropuzin herstellt. Ein Einbruch wäre eine Riesenschlagzeile. Warum behaupten Sie es dann? Versalife stellt nicht nur Neuropuzin her. Die haben eine riesige Abteilung für Forschung und Entwicklung. Ja, und? Was hat das mit der Ark zu tun? Warum ja einen Einbruch anhängen? Wenn es nach Terroristen aussehen soll, hängt es davon ab, was angeblich gestohlen wurde. Mal sehen, was das Kollektiv rauskriegt. Wenn es eine Verschwörung ist, haben wir mit dem Einbruch einen Ansatzpunkt. Was wirst du jetzt machen? Ich schließe meine Ermittlungen ab und finde den wahren Bombenleger. Ich halte dich auf dem Laufenden. Ich dich auch. Viel Glück, Adam. Yeah, wieder ein Gehen wir immer noch nach Golem City? Wurde auch Zeit. Wir treffen uns am Kopetsky-Puppengeschäft in Dovny Oddward. Ich warte im Hinterhof. Verstanden. So, alles klar. So, ja, wir nehmen hier nochmal alles mit, was wir so finden können. Zeitung lesen, Daily, bla bla bla. Credits, Zubehörteile. Hier fließt noch ein bisschen Strom durch. Hier ist ein E-Book. Bumm. Drucker geworfen. Sanitätskasten, Schmerzmittel. Sehr gut. So. Hallo. Ah, Scheiße. Das sind doch Überlegen Sie immer noch. Kommen Sie später wieder. Nein. Niemals. Zum Puppengeschäft, okay? Hi, Polizei. Wann wurde das Puppengeschäft geschlossen? Das ist schon ewig her. Vielleicht ein Jahr oder so.
Okay. Marionetten sind voll creepy. Vor allem solche. (4465) Die haben echt alle das gleiche Meisterverbrecher. Hallöchen. Was zum Teufel ist das denn krasses? Ein... Wie cool! The Hawk. Die Flügel fehlen aber. Boah, fliegen wir damit später irgendwann? Das wäre voll geil. Ist das Millers Hobby hier? Flugzeug bauen? So, erstmal nehmen wir alles mit, was wir mitnehmen können. So, hier haben wir noch eine Kanalisation, Lüftungsschacht. Okay. Hier läuft doch überall im Fernseher, oder? Werfbar, Tasche, Zeitung. Credits, dies jenes, eine Pistole nehmen wir natürlich auch mit. Guck mal, drei Spinne. Ist das ein Boxerkleid? Also hier so ein Mantel. Mit goldener Kante natürlich. Dann nochmal ein paar Stiefel dazu, ein Rucksack. Noch so ein Mantel. Bier. Habe ich Flugzeugteile. Pot. Da haben wir sonst nichts weiter. Waschbecken funktioniert auch. Perfekt. So, das hätten wir. Das hätten wir, das hätten wir, das hätten wir. Hier haben wir noch ein paar mehr. Und den kaputt jetzt hier. Den auch. Hallo. Pistole Munition. Credit. Spind. Und sonst nichts weiter. Okay, jetzt sind wir einmal im Kreis gelaufen. Okay, wir sollen da durch gleich. Davor müssen wir noch alles mitnehmen, was wir mitnehmen können. So wie jetzt. Ah, da ist er. Okay, vorher gucken wir aber mal ganz kurz nochmal hier rein. Das haben wir voll, das haben wir voll. Das sind schon mal zwei Sachen, die ich sehr gut finde. Verbraucht weniger Energie, aber davor können wir auch hier unsere Energienummer allgemein verbessern. Und die Lunge wäre vielleicht auch irgendwann mal ganz praktisch. Am Helipad mit Miller treffen. So, die melden sich, wenn sie weitere Informationen haben. So, hier sieht hier völlig wüst aus im Menü. Inventar. So, was könnten wir dann nochmal machen? Scharfschützengewehr. Ich glaube, das ist das, was da im Schrank liegt auch. Da haben wir das Dings drauf gebaut. Halten zum Anpassen. Wie viele Teile haben wir denn? 700 noch was. Ja, das finde ich blöd. Laser. Okay, mal 5 Schaden. Kadenz? Was ist denn Kadenz, bitte? Kadenz. Hui! Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, was Kadenz ist. Ich würde jetzt vermuten, sowas wie... Wackel? Oder so. So, was können wir denn hier eigentlich Schönes noch machen? Oh, hier können wir noch einen Laser dran bauen. Aber wir können die Schaden noch erhöhen, Munitionskapazität und Kadenz. Unser Argument hat... verbessern da die Werte. Ich weiß nicht, ob ich ihm traue. Darum sollten Sie ihn ja durch...
wen trauen? Hör zu, ich muss gehen. Ich melde mich später. Probleme? Nichts, womit ich nicht klarkomme. Wir warten nur noch auf Chicane. Erzählen Sie mir von der neuen Spur, die Intellicam-Aufnahme. Die Staatspolizei hat sie heute Morgen schwer beschädigt abgeliefert. Aber Cheng hat gezaubert und ein paar Bilder wiederhergestellt. Ein Opti im gelben Hoodie lässt Taschen an den Detonationsstellen der Bomben fallen. Gibt's eine Gesichtserkennung? Identifikation? Gesicht ist nicht erkennbar. Aber die Taschen sehen aus wie die, die Talos Rucker und seine Helfer im Utolek-Komplex benutzen. Mal was Neues. 3 Anschläge in Prag in 6 Monaten. Alle, nachdem der Anführer der ARC in dieses Ghetto gezogen ist. Rucker muss sich zu diesen Anschlägen äußern. Da kommt Chicane. Der andere Flieger gefiel mir besser. Der Retro-Heli-Flugzeug. Dings in der Garage. Bin ich zu spät? Oder Sie zu früh? Sie kommen genau rechtzeitig. Agent Jensen hat gerade zugestimmt, Drucker herzubringen. Rein, abgreifen, raus. Sollte kein Problem sein. Dann haben wir ihn schon für schuldig erklärt. Wir wollen nur mit ihm reden, zu unseren Bedingungen und ohne, dass er von Fanatikern umringt ist. Gollum an sich ist nicht das Problem. Zu Rucker zu gelangen schon. Das Ark-Gebiet ist schwer bewacht, da kommt niemand rein. Nicht mal die Staatspolizei? Sie kann nicht. Rucker ist nicht zwangsweise in Gollum City, er hat sich angekauft. Es war Erpressung. Er hat gedroht, Beweise für Menschenrechtsverletzungen vorzulegen, die der UN-Sicherheitsrat unter den Teppich gekehrt hatte. Die tschechische Regierung war gezwungen, ihm einen Teil des Utulek-Komplexes zu übergeben. Eine Immobilie als Schweigegeld sozusagen. Er hält sich bedeckt und garantiert Sicherheit für sich und seine Anhänger. Clever. Wie komme ich rein? Ich habe einen Deal mit einem ARC-Anwärter namens Tibor Sokol. Wir holen seine Familie aus dem Komplex raus, wenn er sie an den ARC-Kontrollen vorbeibringt. Trauen Sie ihm? Wir müssen. Es ist unsere einzige Chance. Sokol trifft sie in einem Apartment im Wohnviertel. Nummer 237. Fragen? Immer. Auf mich wirkt Rucker eher wie ein cleverer Politiker als ein Terrorist. Heutzutage sind die Grenzen verschwommen. Aber Rucker war ein anerkannter Arzt ohne Militärausbildung. Oder übersehe ich hier etwas? Rucker hat Überzeugung und glaubt fest an seine eigene Rechtschaffenheit. So ein Mann kann leicht zum Terroristen werden. Der Mann ist ein Eiferer. Er ist ein Verdächtiger. Bringen Sie ihn her. Sie glauben wirklich, die ARC ist für diese Anschläge verantwortlich? Für alle? Die ARC hatte jedes Mal Mittel, Motiv und Gelegenheit. Sogar Dubai? Rucker und die Coalition sitzen in Gollum City fest und stehen ständig unter massiver Polizeibeobachtung. Gollum ist kein Konzentrationslager. Wer richtig schmiert, hat Papiere und kann kommen und gehen, wie er will. Das kann ich kaum glauben. Dann bringen Sie mir den Gegenbeweis. Schaffen Sie Talos Rucker her, Agent. Okay, bringen wir es hinter uns. Melden Sie sich, wenn Sie Rucker haben. Verdammt, Jensen. Wenn ich Sie ansehe, kann ich kaum fassen, wie viele Klunker Sie haben. Sind Sie eigentlich zufrieden mit der Schwarzmarkt-Scheiße? Sehr sogar. Sie sollten auch darüber nachdenken. So wie Sie hinken. Nein, ich mag mein Hinkebein. Ich bleib ehrlich. Können wir? Chicane, kommen Sie mit allen in der Taskforce so gut zurecht oder geben Sie sich bei mir besonders viel Mühe? Für die Frage habe ich eine Rede, Jensen. Auswendig gelernt. Und Sie sollten sie sich auch merken. Ich will nicht Ihr Freund sein. Nicht Ihr Kumpel, nicht Ihr Kamerad.
Nennen Sie mich nicht Partner und schon gar nicht Bruder. Ich bin Ihr Pilot, das ist alles. Sie können mit mir über die Mission reden, aber gekuschelt wird nicht. Und wenn Sie das alles beachten, kriegen wir keine Probleme. Na dann. Ziehen wir es durch. Gut, schnallen Sie sich an. Wie krass. Da stehen sogar noch die alten Türme. Mitten im Prag. Noch gibt es kein Bekennerschreiben. Dr. Rucker, der Anführer der ARC, hat den Anschlag zwar scharf verurteilt, aber gut informierte Quellen behaupten, dass Rucker und die ARC selbst für den Anschlag verantwortlich waren. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen, aber angesichts des bevorstehenden Humanrestitutionsvotums... Interessantes Vorbereitungsritual haben Sie da. Sind Sie bereit, ihn zu erledigen? Ich habe den Befehl, nicht zu töten. Tatsächlich? Hätte gedacht, er hat es sich verdient, alles zu eliminieren. Wie weit ist es noch? Nähern uns jetzt dem Ziel. Viele Landeplätze gibt's da nicht. Irgendeinen Wunsch? Fliegen Sie so weit runter wie möglich. Den Rest mache ich. Was immer Sie sagen, Boss. Alter, das ist ein abgefuckter Slum. Also, schön ist anders. Plumps. Sind alle Ihre Teile noch da, wo Sie hingehören? Alles okay. Wie nah haben Sie mich zur Position unseres Kontakts gebracht? Wohneinheit 237. Nicht vor seiner Haustür, Jensen. Der Wohnsektor liegt direkt vor Ihnen. Ich gehe jetzt auf Autopilot und trinke einen Kaffee. Sagen Sie mir Bescheid, wenn es interessant wird. Alles klar, wird gemacht. Aber leider wird es erst morgen wieder interessant in der nächsten Folge von Deus Ex Mankind Divided. Ich hoffe, es hat euch heute gefallen. Wenn ja, würde mich freuen, wenn wir uns auch morgen wiedersehen würden. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Haut rein. Bye, bye.